Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die einen sind die Schutzfreunde des anderen. Und in Surat al-Baqarah, die zweite Sure, sagt Allah über die Frauen, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sie sind euch eingewandt und ihr seid ihnen eingeweiht. Das heißt, so wie das Gewand einer Person Schutz gibt, Wärme gibt, sie vor Blöße schützt, so soll Mann und Frau sich gegenseitig schützen, gegenseitig füreinander da sein. Das ist die islamische Lehre. Aber das Problem ist, dass man nicht ehrlich genug ist, uns zu fragen, dass man nicht ehrlich genug ist, die Frauen zu fragen, die mit uns zusammen sind, sondern dass man einfach versucht, Vorurteile zu bedienen und Vorurteile zu verbreiten, um uns zu stigmatisieren, zu dämonisieren und weiter gegen uns zu hetzen. Und das ist der Punkt. Und deswegen wird der Hetzer den Pranger gestellt, dass das wir heute hier machen. Ja? Es wird bei den meisten Leuten, wird es keine Früchte tragen. Vielleicht von 1000 Leuten wird sich einer verändern. Aber für diesen 1000, also zumindest aus meiner Erfahrung, ich würde hoffen, dass es mehr sind. Aber für diese eine Person von 1000 hat sich es heute gelohnt. Und für die eine Frau von den Muslimen, die deswegen an ihrer Religion weiter festhält, hat es sich gelohnt. Ja? Aber was RP Online angeht, so kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Leute, die den Funken Ehrlichkeit im Herzen haben, um zuzugeben und zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Was die Bürgerbewegung angeht, so kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den Funken Ehrlichkeit im Herzen haben, um zuzugeben und zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Weil damit würden sie selber ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Fakt ist, wir sind bereit, mit den Menschen friedlich zu leben. Ist für uns kein Problem. Ist für uns kein Problem, im Gegenteil. Wir wünschen uns sogar Sicherheit, Stabilität in diesem Land, weil wir gesehen haben, dass der Prophet a.s. nach dem Sulh von Hudaybiyah, das heißt der Friedensvertrag von Hudaybiyah, die Möglichkeit hatte, diese Religion zu verbreiten. Und das wollen wir nicht gefährden. Und deswegen sagen wir auch jedem, haltet euch fern von Gewalttaten, denn die werden uns nur schaden. Haltet euch davon fern. Das haben wir nicht nur einmal gesagt, das haben wir schon mehrmals gesagt. Auch wenn man wütend ist, auch wenn die Emotionen durchgehen, auch wenn man Ungerechtigkeiten sieht gegen Muslime, unsere Aufgabe ist es in dieser Zeit, uns zu beherrschen. Und ich habe eben schon gesehen, dass einigen Brüdern bald der Kragen geplatzt ist. Und es ist so. Ja, wir sind Menschen. Und eine Eigenschaft von einem Menschen ist, dass er auch wütend sein kann. Und wenn man andauernd mit Lügen konfrontiert wird, dann ist es ganz natürlich, dass man irgendwann vielleicht mal aus der Haut fährt. Ja, aber bitte, Brüder und Schwestern, bleibt ruhig, bleibt sachlich. Ja, und inshallah wird der ein oder andere die Wahrheit finden. Und am Ende möge Allah uns Ikhlas geben, weil das ist das A und O. Möge Allah uns Ikhlas geben. Wenn wir Ikhlas haben, dann wird Allah uns helfen, inshallah. Ja. Und wenn nicht, dann war das alles umsonst gewesen. Am Ende der Zeit, wenn wir sterben. Und das ist die schwierigste Aufgabe für einen Muslim, Ikhlas zu haben. Ikhlas bedeutet, dass er Aufrichtigkeit hat in seinen Taten. Und das ist nicht einfach. Gerade für uns Prediger, für diejenigen, die predigen, ist das manchmal nicht einfach. Weil jeder kommt, Mashallah, super Bruder, wow, super, wow, wow. Ja? Ja? Und natürlich, das ist sehr gefährlich, da muss man aufpassen. Ja, und da ist keiner vor. Nur derjenige der sich sicher ist, dass er vor dieser Sache geschützt ist, der ist derjenige, der schon reingefallen ist. Deswegen möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Und wie gesagt, haltet weiter fest und bringt mehr Nicht-Muslime mit. Bringt mehr Nicht-Muslime mit. Und ich sage eins, am Ende der Zeit wird der Islam kommen, mit mir oder mit uns oder ohne uns. Es wird kommen. Es wird passieren. Und ich hoffe, dass alle Nicht-Muslime, die heute hier sind, auch bereit sind, sich weiter zu informieren über diese Religion. Und wie gesagt, wir haben eine Internetseite. Die eine heißt Einladung zum Paradies. Die andere heißt piavogel.de. Ich wollte hier eine Sache nochmal klarstellen, weil viele Leute fragen danach. Die Seite, der Verein Einladung zum Paradies, weil immer gesprochen wird, ja, ja, Verbot, dieses und jenes. Ich war nie ein Mitglied des Vereins gewesen. Ich war nie Vorstand von dem Verein gewesen. Es gibt einmal die Seite Einladung zum Paradies, die vom Verein Einladung zum Paradies sozusagen finanziert wird und so weiter.
Ja, das heißt, dass die Seite steht, Serverkosten, Kamera etc. Ich bin immer freier Prediger gewesen und ich habe die Seite Einlagen zum Paradies mit aufgebaut. Die Seite piervogel.de hat nun einen anderen Charakter und die Seite Einlagen zum Paradies, wie alle anderen Seiten, können meine Vorträge runterladen und auch auf ihre Seite tun, wenn sie ihnen gefällt. Allah.